Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen jetzt den CX Series auspacken, der ist nämlich hier komplett schon drin. Ich hatte das ja im Vorunboxing euch eben schon gezeigt, was alles kam. Jetzt packen wir den mal aus und gucken uns an, was da drin ist, was für Anschlüsse er hat. So, haben wir einmal eine Tüte, eine schwarze, könnte Fernbedienung sein. So, dann haben wir hier, ich werde das erstmal hier so irgendwie versuchen. Oh Gott, ist das schwer. Leck mich am Arsch, ist das schwer. Irgendwie hier rauszubekommen, ohne dass ich hier was kaputt mache. Was ein bisschen schwierig ist. Ach, ich kann hier durchgreifen. So. So, das. Ach, hier ist auch nochmal Kabel. Uff. Oh, das hat echt Gewicht, muss ich sagen. Das ist schwer. Haben wir hier noch was? Nee, das sind Lückenfüller, auch Lückenfüller. Dann packen wir das mal wieder ein. So. Dann packen wir das dann auch wieder rauf und das rauf. So. Haben wir einen Karton jetzt schon mal leer. Uiuiuiui. Der hat Gewicht. Was haben wir hier? Ach, ja. Und so wie es aussieht, ist er stromhungrig. Oder nur wegen Sicherheit. Wir haben nämlich einen Stromkabel, wie ihr den schon von alten Monitoren oder von dem PC kennt. Den packen wir mal beiseite. Dann hatten wir hier so ein Ding mit bei. Ach ja, eine Fernbedienung. Sag ich doch. Hat sich so angefühlt wie eine Fernbedienung. So. Oh, die sieht echt. Oh, die hat optisch sieht die schon mal richtig geil aus, muss ich sagen. Mit so gebürstetem Metall vorne drauf. Oh, das liebe ich ja. Das sieht voll geil aus. Ich hoffe, wartet mal. Ich mache mal so, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Ja, die Lampe spiegelt ein bisschen. Das ist gebürstetet Metall. Die ganze Unterseite von der Fernbedienung ist gummiert. Seht ihr das? Das ist so an Gummi. Die hat dann auch hier noch so zwei Dinger, dass die halt dann gerade liegt und nicht halt links und rechts so hin und her wackelt. Gucken wir mal, sind Batterien drin? Batterien sind nicht drin. Was müssen wir für kleine rein? Oh, drei Stück so, ja. Na, die werden wir doch schon mal. Oder sind da Batterien drin? Ach, da sind so ja Batterien mit drin. Und dann haben wir hier nochmal ein Cinch-Kabel. Wofür der jetzt sein soll, weiß ich nicht. Wenn wir ihn gleich angucken. Dann haben wir hier Cambridge Audio. So ein Bild. Happy Leasing. Das muss ich mir von meiner Frau übersetzen lassen. Die kann Englisch, ich kann kein Wort Englisch. Ah, hier haben wir Quick Start. Das werden wir uns gleich angucken. Und dann ist das hier auch schon leer. Machen wir uns mal die Batterien da rein. Dann können wir nämlich das Papier auch gleich wegschmeißen. Jetzt müssen wir mal gucken. So rum kommen die. Hier vorne steht auch extra drauf. V1.0.2 1702 RC CXAC kann man da erkennen. Ich denke mal, das ist die Version 1.2 oder so von der Fernbedienung. Ich weiß es nicht. So, dann haben wir sie. Die hat auch sehr angenehme Druckpunkte. Ja, wir machen weiter. Oh Gott, ich bin jetzt hier drauf gespannt. Uiuiuiuiui. Passive Belüftung von oben. Uiuiui. Das ist ein schweres Teil, Leute. Also, oh, der sieht aber auch optisch. Optisch sieht der wirklich geil aus.
Hier haben wir Kopfhöreranschluss. Das weiß ich nicht. Tiefen. Ah, da kann man dann hier drehen. Ach, kann man hier alles separat einstellen. Dann rastet auch so ein Stück ein. Und alles verschwindet da drin schön. Hier oben steht dann Cambridge Audio. Hier haben wir dann den Aufkleber. Powerknopf drehen. Und hier steht dann CXA60. Ich zoome euch mal ein Stück ran, damit ihr ihn besser sehen könnt. So. Auch hier vorne alles gebürstetes Metall. Sieht sehr, sehr edel aus. Sehr gut verarbeitet. Also das... Ah, hier haben wir dann noch einen Aufkleber. Ein Dreieck mit so Wellenlinien. Also hier kommt die heiße Luft oben raus. Ich zeige euch das mal. Ich packe mal so. Hier oben. Ist auch sehr schwer. Ich guck mal nach unten. Oh, ihr könnt dann runter gucken. Wartet mal, ich muss mal so machen, dass wir das vielleicht ein bisschen sehen. Hier haben wir einmal einen großen, langen Gummifuß, wo er drauf steht. Und zwei Füße hier oben. Achso, das seht ihr gerade wieder nicht. Wartet. So, zwei Füße hier oben. Hier unten ist auch ein Lufteinlass. Eine große, fette Schraube. 4,8. Wozu die ist, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls kommt hier wohl, weil wir so einen Warnhinweis haben, hier oben, ich werde mal gucken, dass ich euch da dran zoomen kann, kommt da wohl die heiße Luft raus. Das ist mein erstes Gerät von dieser Art. Sonst habe ich immer Komplettanlagen gehabt. Oder halt die Soundbar. So. Ihr könnt auch so ein bisschen reingucken. Und auf der Rückseite. Oh Gott. Ah, was ist denn hier? Ein Gumminippel ist ab. So ein Durchsicht. Ja, wo der herkommt, ich weiß es nicht. Von der Fernbedienung nicht. Müssen wir nochmal unten gucken, ob der unten hier irgendwo weg ist. Ne, hier ist nichts mit durchsichtigem Gummi. Alles schwarz. Wüsste jetzt nicht, wo das herkommen sollte. Kann auch sein vom letzten Unboxing, dass da irgendwo was ist. Naja, egal. So. So, dann haben wir jetzt hier die Anschlussmöglichkeiten. Ich werde euch das mal ranzoomen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. So. Einmal natürlich hier hinten auf der Seite der Stromanschluss. Ganz klar. Dann haben wir... Achso, das steht auch auf dem Kopf. Das ist rechts, das ist links. Jeweils zwei Anschlüsse. Oh, das mache ich mal so, dann könnt ihr vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Einmal steht es hier auf dem Kopf und einmal steht es gerade. A und B. Und genauso haben wir bei links A und B. Dann haben wir hier oben Kontrollbus. Das werden wir uns dann nachher angucken müssen, wo das hingehen soll. Hier haben wir den USB Bluetooth. Also wir haben hier auch, also hier unten haben wir dann ein USB-Zeichen. Und hier oben drüber haben wir auch ein Bluetooth-Zeichen. Ich will mal gucken. Ach Gott. Das spiegelt ein bisschen. Das ist die Lampe, sorry. Ich werde mal so machen, das hat das vielleicht ein bisschen besser. Ne, ihr seht da nicht besser. Schade. Schade. Kann ich euch leider nicht besser zeigen. Jedenfalls haben wir hier ein USB-Zeichen und drüber ein Bluetooth-Zeichen. Dann SPDF. Div Koaxial In. Also hier haben wir noch ein Koaxial In. Oh, ich habe glaube ein Koaxial. Habe ich an der Soundbar habe ich ein Koaxial In oder Out? Weiß ich jetzt gar nicht. Und dann haben wir hier D1 und D2. Das ist Toslink In. Also Toslink Optical In und nochmal ein Toslink Optical In. Also wir haben zwei Eingänge, keinen Ausgang. Dann haben wir hier Subwoofer Out, also das ist ein Kabel für ein, hier unten,
Ach, seht ihr jetzt nicht? Doch, da hier. Ein lilaner für Sapu war out. Pre-out ist auch. Pre-out, ja, ist auch Chinch. Dann haben wir hier A4, A3, A2 und A1. Ich weiß jetzt nicht, ich denke mal, die Anleitung wird uns jetzt verraten, ob das Eingänge oder Ausgänge sind. Coax haben wir auf jeden Fall hier oben, also hier eine Kontrollbuchse haben wir hier in und out. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Ach, hier ist es. Da ist es her. Das ist von einem anderen Gerät. Das ist mir abhanden gekommen. Oder war das da mit drinne? Und mir sind zwei andere abhanden gekommen? Na, weiß ich nicht. Werden wir uns dann angucken. So, dann gucken wir uns jetzt mal hier die Anleitung an. Da bin ich mal sehr gespannt. Quick Start. So, wir haben den Quick Start. Wir haben ein Stromkabel mit bei. Richtig. Ach, hier sind auch verschiedene Stromkabel abgebildet für verschiedene Länder, damit man das sieht. USB, WLAN, ein Sternchen, also das heißt, mal da, mal nicht, je nachdem, welches Modell man holt. Eine Fernbedienung mit zwei Batterien und ein Kabel. Roger. Und der Quick Start Guide sagt, ach so, also, die Boxen kommen an die obere, also an A. Der Subwoofer kommt an Subwoofer. Das ist mir ganz klar. Und die habe ich nicht. Die habe ich nicht. Also hier oben ein USB, aber so einen breiten USB haben wir nicht. Also das sind für verschiedene Modelle, ist das wahrscheinlich. Wir haben hier in der Skizze auch noch so ein von den größeren Mikrofonen mit Phantomspeisung haben wir sowas drin. Dann haben wir einen USB, der zum PC geht oder halt zu einem anderen Gerät, dass man die halt untereinander verbinden kann. A1 geht dann, achso, das sind Eingänge, so wie es aussieht, sind das definitiv Eingänge. Okay. Und Optical in, SPDF in, okay. Da muss ich bei meiner Soundbar mal gucken, ob ich da auch Ausgänge habe oder nur Eingänge. Weil, na, ich krieg das schon alle hin. Weil vielleicht kann ich die ja zusammenkoppeln, dass ich dann praktisch von hier aus in die Soundbar gehe. Na, mal gucken. Ich lasse mich da überraschen. Erstmal schließe ich separat an und dann gucken wir, was da auf uns zukommt. So. Dann würde ich sagen, oh, draußen sieht das jetzt schon so dunkel aus. Hier Weltuntergangsstimmung, weil wir haben hier Unwetter und so. Würde ich sagen, machen wir gleich mal das nächste Video. Ich werde mal das hier alles so beiseite packen. Und wir gucken uns jetzt als nächstes die Boxen an. Und wie gesagt, ich hatte im Vorunboxing ja schon gesagt, und ihr habt das ja auch gesehen mit dem USB, da gibt es von Cambridge Audio diesen BT100, nennt sich der. Da werde ich ein separates Unboxing nochmal oder ein Hardware-Video, ein allgemeines Video zu machen und euch den vorstellen, damit ihr das mal seht, weil das kann man schön hinstellen und per Bluetooth das alles verbinden und so. Das ist eine richtig coole Sache. Ja, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Genug für Unboxing. Wir haben uns so die Hardware angeguckt. Also, ja, ich denke mal, ich mache Unboxing-Hardware in jenem und dann nachher halt noch ein Anschlussvideo oder so. Dann würde ich mich, wenn es euch gefallen hat, über ein Däumchen freuen. Anschließend werden wir gleich. Wir müssen halt noch ein paar Unboxing machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.